So, Freunde, euer Simon hier, es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich. Thema Ernährung, ich stelle einen kleinen Body-Epic-Küche und es gibt gleich ein wundervolles Rezept, was ich mir gestern gemacht habe. Ich habe gestern einfach mal die Kamera angemacht, habe Mara gesagt, komm, nimm mal die Kamera und ich filme jetzt einfach mal, wie ich hier unser Essen zubereite. Und es, wie gesagt, es ist nicht nur ein Hard-Gainer-Rezept, sondern auch für alle anderen, aber ich möchte euch mit diesem Video so ein bisschen zeigen oder ein bisschen dazu überreden, auch mal wirklich was Leckeres zu kochen. Und zwar ein köstliches Risotto. Ich finde, jeder muss mal ein gutes Risotto gemacht haben. Für einige ist es vielleicht so ein einfach ein teurerer Reis, aber für die anderen ist es eines der leckersten Sachen, die sie gegessen haben und ich zähle dazu. Und bevor ich mit dem Rezept anfange, vielleicht, wie versprochen, in jedem Video der Deal des Tages. Heute der schwarze Crewneck-Pulli, perfekt, jetzt wo es ein bisschen kälter wird. Ist nicht zu warm, ist aber auch nicht zu kalt, also perfekt für die Jahreszeit zum halben Preis. Statt 50, 25 Euro nur 24 Stunden zuschlagen, für alle, die da Bock drauf haben, für alle, die nicht. Wenigstens nachkochen, versprecht es mir. Warum mache ich dieses Video? Wie gesagt, zum einen haben viele gefragt, Simon, mach mal bitte ein Rezept für Hardgainer. Ein Rezept, von dem ich sehr, sehr viel essen kann. Davon könnte ich töpfeweise aufessen. Ist schon eine kleine Kalorienbombe, deswegen auch so ein kleines Hardgainer-Rezept, aber auch für alle anderen. Wie gesagt, wenn ihr da nicht zu viel von esst, ist es wirklich absoluter Genuss, ein gutes Risotto. Aber ich möchte auch wirklich ein bisschen weg von diesem, man braucht nur als Sportler irgendwie nur Funktionelles und es muss nicht schmecken, es muss nur funktionieren und es muss nur die Makros treffen und so weiter. Ich möchte hier mit diesem Kanal auch ein bisschen zeigen, dass es nicht so ist, dass Genuss auch dazu gehört, dass der Genuss auch dazu führt, dass ihr besser schlaft, dass ihr ein bisschen angenehmer nach so einem harten Training abends, wenn ihr euch mal wirklich was Leckeres zu essen macht, dass ihr auch genießen sollt, dass ihr dann auch besser trainieren könnt, dass ihr euch nicht nur geißelt mit irgendwelchen furchtbaren Rezepten, die nicht schmecken, die hauptsächlich funktionieren. Und ich finde, Risotto sollte jeder mal gemacht haben. Ich hatte früher immer Angst davor, ich dachte immer, es ist was ganz Kompliziertes, was ganz Aufwendiges, was ganz Schwieriges. Ich habe es meistens nur im Restaurant gegessen, aber es ist gar nicht so schwierig und so teuer ist es auch nicht. Und wie gesagt, wenn ihr es genauso nachmacht, wie ich es euch heute sage, klappt es bei jedem, absolut bei jedem. Was brauchen wir für ein köstliches Risotto? Bitte nehmt da wirklich die guten Zutaten. Als erstes ein Risotto-Reis, ein Rundkorn-Reis. Ihr könntet theoretisch auch irgendwie so einen Milchreis nehmen oder so, aber holt da wirklich hier so einen Risotto-Reis und wie gesagt, da braucht ihr auch nicht so viel von. Davon nehmen wir für mein Rezept, das sind so zwei Portionen oder eine wirklich sehr große Portion. Wir nehmen in etwa 150 Gramm, also in etwa eine Tasse. Dann brauchen wir, das ist ganz wichtig, Brühe. Nicht selber irgendwie eine Brühe mit Brühwürfeln oder sowas machen. Ihr könnt am allerbesten wirklich selbst eine Brühe aufsetzen oder ihr nehmt die aus dem Glas. Die ist auch super. Wir brauchen da so ein großes Glas, 390 Milliliter. Das passt perfekt für die Menge. Also wirklich ein Glas, 390 Milligramm. Nehmt da auf jeden Fall Milliliter, nehmt da auf jeden Fall Gemüsefond. Gemüsefond kriegt ihr auch in jedem Laden. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Weißwein und das ist wichtig. Ihr könnt auch ein bisschen Weißweinessig nehmen, aber glaubt mir, mit einem guten Weißwein schmeckt es einfach fantastisch. Jeder, der jetzt aufschreit, Alkohol, nein, der verdampft, keine Panik. Und wir nehmen auch nur maximal, ich nehme das wirklich so nach Gefühl, aber das sind so maximal 80, 90 ml, maximal. Und wirklich das so nach Gefühl, wir nehmen immer Spritzerchen für. Und hier sollte es kein Riesling, also kein Wein, der sehr, sehr viel Säure hat, sondern irgendwie ein Weißburgunder, ein Grauburgunder, so ein, die sind wirklich recht günstig. Einen Weißwein schnappen oder von euren Eltern, wenn ihr zu Hause wohnt, macht das wirklich mal mit einem guten Weißwein. Was brauchen wir noch? Wir brauchen zwei Schalotten. Ihr könnt es auch mit Zwiebeln machen, aber Schalotten haben ein bisschen angenehmeren, so ein bisschen sanfteren Geschmack. Wirklich, unbedingt. Zwei Schalotten und eine richtig schöne Knoblauchzehe und da am allerbesten wirklich den ganz frischen, diesen, der so ein bisschen quietschig ist, der so ein bisschen weicher noch ist, eine richtig schöne große Knoblauchzehe davon und Parmesan. Ganz, ganz, ganz wichtig, geriebenen Parmesan, reibt euch den am besten selbst, aber ihr könnt auch den geriebenen, da ist der Unterschied nicht so groß, geriebenen Parmesan in etwa 50 Gramm. Und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und die Zubereitung, ich dachte wirklich immer, das ist sehr, sehr schwierig. Ist es überhaupt nicht. Das ist ganz wichtig, dass ihr zwei Töpfe nehmt, weil die Brühe, die könnt ihr schon mal warm stellen auf eine Platte. Irgendwie, Hauptsache die warm, also richtig schön warm. Die soll nicht kochen oder so, stellt das so auf zwei Drittel der Hitze. Und daneben nehmt ihr euch einen zweiten Topf. Und da wird dann das Risotto angerührt. Also, wir nehmen erstmal, Butter habe ich vergessen. Unbedingt Butter in etwa 50 Gramm auf zwei Portionen aufteilen. Etwa 50 Gramm Butter. So, wir nehmen erstmal 25 Gramm Butter, lassen die etwas schmelzen im Töpfchen. Und dann schneiden wir die zwei Schalotten ganz, ganz, ganz fein. Ganz, 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 ganz fein. Richtig schön zwei Schnitte rein und richtig, richtig fein hacken zwei Schalotten. Die kommen mit ab in die Butter, werden angeschwitzt. Und eine Knoblauchzehe auch ganz fein hacken, auch mit rein. Und das wird richtig schön angeschwitzt. Angeschwitzt auf recht niedrig.
10 Grad Temperatur, richtig schön anschwitzen. Und in das Ganze kommt dann der Risotto-Reis, die 150 Gramm. Das wird erstmal richtig schön in dem Sud, damit sich die Aromen verbinden, richtig, richtig durchgeschwenkt. Und ihr könnt die Temperatur da langsam ein bisschen erhöhen, auf so Hälfte, zwei Drittel ungefähr. Und richtig schön, das soll sich verbinden, 2-3 Minuten, das muss ein bisschen brutzeln. Und dann fangen wir erstmal an mit einem Schüsschen Weißwein mit rein, dass das richtig schön zerkocht, dann gehen die ganzen Aromen mit rein, also richtig, richtig gut. Und das ist jetzt ganz wichtig, immer wenn die Flüssigkeit fast komplett verdunstet ist, immer wenn ihr kaum noch Flüssigkeit habt, immer wenn ihr unten vom Bodendeckel was seht, dann kommt immer im Wechsel, das heißt, dann kommt eine Kelle Brühe mit rein von der warmen Brühe, dann wird auch wieder ein bisschen gerührt. Ich rühre am Anfang gar nicht so viel, ich schwenke eigentlich nur. Viele sagen, schwenken reicht. Ich würde dann schon ab und zu ein bisschen rühren, damit es nicht anbrennt, aber immer ein bisschen schwenken und immer schauen, dass nichts anbrennt. Weil wir haben sehr viel Stärke in dem Reis, wir waschen ihn nämlich nicht ab und es kann sein, dass er anbrennt. Deswegen ein bisschen schwenken, schwenken, schwenken und zum Schluss könnt ihr ein bisschen rühren. Und wenn dann die Flüssigkeit wieder fast raus ist, nehmen wir wieder ein Schüsschen Weißwein, dann ist das wieder recht schnell raus, dann wieder die Brühe und das Ganze im Wechsel, bis keine Flüssigkeit mehr da ist. Zum Schluss nehmen wir noch die letzte Brühe. Und dann, wenn noch ein bisschen Flüssigkeit da ist, wenn es noch ein bisschen feucht ist, drehen wir die Temperatur komplett runter und benutzen die Restwärme im Topf. Dann rühren wir die ganze Zeit. Dann nehmen wir den Parmesan, schütten ihn mit rein, verrühren ihn richtig, richtig schön. Dann wird das richtig sämig, richtig matschig, also ganz, ganz, ganz fantastisch. Insgesamt dauert das in etwa, damit ihr so einen ungefähren Anhaltspunkt habt, in etwa 18 bis 20 Minuten der ganze Prozess. Das Ganze vermengen, richtig, richtig schön. Und dann kommen die letzten 25 Milligramm Butter mit dazu. Und dann könnt ihr könnt etwas Salz, Pfeffer, vielleicht ein bisschen Thymian nehmen, aber meistens braucht ihr es nicht. Ich nehme es nämlich nicht, weil der Geschmack einfach einzigartig ist, absolut einmalig. Und das Ganze wird richtig schlotzig. Innen muss es etwas Biss haben. Also ein gutes Risotto zeichnet sich aus, dass es im Innen ein bisschen Biss hat. Außen richtig schön schlotzig, richtig schön matschig. Und glaubt mir, das ist eine kleine Kalorienbombe, deswegen super für Hardgainer. Aber wie gesagt, wenn ihr mal irgendwie jemanden einladet oder irgendwie jemanden bekochen wollt, glaubt mir, ein bisschen Risotto. Ihr könnt das Ganze jetzt auch ein bisschen mit Pilzen verfeinern. Ihr könnt das Ganze mit Garnelen verfeinern, also direkt mit reinrühren. Oder einfach ein wunderschönes Steak dazu nehmen oder ein bisschen Safran mit unterrühren. Also glaubt mir, ein Risotto ist mit das Leckerste, was man sich kochen kann. Und es ist eben nicht nur ein einfacher Reis, sondern einfach ein absoluter, absoluter Hochgenuss, den sich auch Fitnesssportler mal gönnen sollen. Und glaubt mir, entwickelt einfach ein ganz anderes Verhältnis zum Essen, wenn ihr es wirklich selber macht, wenn ihr ein bisschen Zeit investiert und wenn ihr sowas Köstliches einfach mal macht und es schmeckt ganz anders als irgendwie ein gekaufter Reis aus dem Beutel. Versprochen, macht es mal genau so nach. Dazu ein wunderschönes Steak und das ist wirklich herrlich. Mir hat es gestern riesen Spaß gemacht. Ich wollte einfach mal die Kamera draufhalten und euch zeigen, dass da nicht so viel bei ist, dass ihr es mal nachmachen solltet. Und wie gesagt, super für Hardgainer. Davon könnte ich, also die Portion, die ist so schnell gegessen, absolut, kommt ihr super auf eure Kalorien. Denkt dran, dazu noch ein bisschen Eiweiß zu nehmen, weil sonst habt ihr einfach zu viel Fett und zu viel Kohlenhydrate. Eine schöne Eiweißquelle noch dazu, perfektes Gericht. Nachmachen, meine Freunde. Kochen, genießen, nicht das Leben nur so hart sehen. Ein bisschen mit Humor das Ganze sehen, ein bisschen mit Genuss, das gehört einfach dazu. Und wenn es in die Makros passt, dann ist es perfekt. Ansonsten Channel abonnieren, denkt an den Deal des Tages, herrlich. Und ansonsten schaut bei Facebook, Instagram vorbei und die besten Supplements, Body AP Nutrition, beste Klamotten, VIP Wear. Bis dahin, euer Simon.